Ich begrüße euch herzlich zu unserem 24-Stunden-Sprint. Und ich möchte gleich vorneweg dazu sagen, wir werden nicht durchmachen. Leadership Quo Vadis. Gleich vorweg, ich weiß es auch nicht. Wenn ich euch frage nach der einen entscheidenden Führungskompetenz für die Zukunft, welcher Begriff würde euch da in den Kopf kommen? Ruft gerne mal rein. Haltung, Vorbild, Begeisterung, Empathie, Selbststeuerung, Beziehung. Haben wir vielleicht in der Welt von New Work Möglichkeiten, das eben auch anders und auch humaner zu gestalten? Welche Erwartungen, sagen wir, hat meine Generation an Führungspositionen? Ist nicht Führung auch möglich mit einer 4- oder 3-Tage-Woche? Also warum sollte man überhaupt eine Führungsposition in einem Konzern annehmen? Ich würde die Frage umdrehen. Das Schöne ist natürlich auch, was bewegen zu dürfen, klar. Aber für viele Menschen ist es bestimmt auch diese Herausforderung, dass man diese große Verantwortung auch tragen muss. Wenn Gewinnmaximierung das bestimmende Thema ist, welche Führungskräfte bekomme ich dann? Wie müssen sich die Rollen und die Verantwortungen in Konzernen zum Beispiel verändern, dass es dann Leute, die hungrige Leute, dort auch Bock haben zu arbeiten? Also es ist ja einmal System und einmal Personenqualifizierung, was da notwendig ist. Führen oder Leadership heißt, jemanden durch Kommunikation bewegen, sinnvoll bei Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Und ich glaube, dass das Thema Sinn, und ich glaube, das hast du auch gemeint, Caro, ne? Also dass das thematische und sinnerfüllte Arbeiten halt viel mehr im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen, dann muss es uns gelingen, das mit Sinn und Themen zu verbinden. Mhm.